Hallo. Hi. Hi. Ja, wir wollten euch nochmal ein paar mehr Informationen über das Rohkost-Retreat geben und laden euch hiermit ganz herzlich dazu ein, mit uns vom 17. bis zum 21. Februar im kommenden Jahr mit nach Thailand zu kommen, auf die schöne Insel Koh Phangan. Genau. Und mit uns heißt mit Tobi, mit mir, mit Doris und Eva. Genau. Die YouTube-Kanäle von denen, die haben auch alle jeweils einen YouTube-Kanal. Die verlinke ich auf jeden Fall nochmal. Und wenn nicht, könnt ihr auch nochmal, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt eben, dann könnt ihr einfach auf der Webseite dann nochmal vorbeischauen. TheRisingSangha.de, also The-Rising-Sangha.de ist die Webseite. Und genau, da stehen so ein paar kleine Infos jeweils über uns und da sind auch die Webseiten von uns jeweils nochmal verlinkt und auch die YouTube-Kanäle und das Ganze. Und genau. Genau. Und dieser Workshop, dieses Retreat richtet sich an Rohkost-Einsteiger oder wenn du auch schon ein bisschen länger dabei bist und aber neuen Input haben möchtest, dann erfährst du auf jeden Fall irgendwelche neuen Rezepte oder Rezepte und Einkaufshinweise. Also es gibt ein buntes Programm, genau. Über das sagt Tobi jetzt euch noch ein bisschen mehr, was euch erwartet. Ja. Genau, ja, es soll halt zum einen, es ist halt eben ja mehr für Einsteiger. Es macht auch nichts, wenn man schon mal ein bisschen mehr über Rohkost weiß und es auch schon ein bisschen länger macht. Aber hauptsächlich richtet sich es eben an Einsteiger. Wir wollten eben einmal Vorträge machen über teilweise Entgiftung, Detox, Entschlackung, Heilung des Körpers so ein bisschen mit reinbringen, die gesundheitlichen Vorteile einfach von Rohkost, was es bringt, Rohkost in die Ernährung zu integrieren, mehr zu integrieren oder nur von Rohkost zu leben und was es für gesundheitliche, sportliche Vorteile hat. Genau. Und dann wird es eben auch viel um Zubereitung gehen. Also wir werden ja Smoothies zubereiten, grüne Smoothies und alles Mögliche halt euch Früchte zeigen, woran man erkennt, reife Früchte, Gemüse, frisches Obst. Und auch wenn man einkauft halt, was man einkaufen kann, wo, auf was man achten sollte und kann. Und genau all die Dinge und dann eben auch viel zubereiten. Teilweise auch mal so ein bisschen Gourmet-Rohkost zubereiten. Also, ja, das ist ja immer so eine Definitionssache, was Gourmet-Rohkost und was nicht. Und all das werden wir euch dann auch noch erklären. So. Genau, und frühs werden wir meistens dann auch Meditation, Yoga oder irgendwelche Atemübungen anbieten. Genau, dann gemeinsame Zubereitungen, Abendessen dann zusammen und ansonsten Buffet, ein leckeres Frühstück aus Früchten oder Säften und Smoothies, leicht den Tag starten eben und dann abends mehr zubereiten. Mhm. Ja. Genau, auf jeden Fall werdet ihr auch erfahren, wie ihr das in Deutschland dann oder wo auch immer ihr herkommt, in euren Alltag gut integrieren könnt und langsam dann immer mehr euch umstellen könnt auf Rohkost. Genau. Und jetzt wollten wir euch gerne noch ein paar ganz praktische Tipps geben, so mit Flug und Visa und so, weil das sind ja auch immer bei so einer weiten Reise Fragen, die da auftauchen. Und ihr werdet dort in Bungalows leben und könnt euch, habt die Wahl, ob ihr alleine oder in einem Zweier-Bungalow wohnen wollt. Und das Visum bekommt ihr, Tobi, hilf mir mal, Also unter 30 Tage braucht man kein Visum, da kann man einfach einreisen. Man muss aber einen Weiterflug eben nachweisen nach Thailand. Also seit November 2015 haben sie es auch noch mal ein bisschen strenger gemacht. Okay. Genau. Gut. Und also wenn man bis zu 90 Tagen kann man bleiben, wenn man sich vorher in Deutschland ein Visum holt. Genau. Mhm. Und unter 30 Tage, da muss man halt aber bei der Einreise einen Weiterflug eigentlich nachweisen. So. Okay. Ja. Genau, ansonsten sind die aktuellen Flugpreise so um die 400, 500 Euro, um nach Bangkok
also nach Thailand zu fliegen und müsst ihr einfach mal gucken, wo in Deutschland da. Also hin und zurück, ne? Hin und zurück, ah, genau. Auf jeden Fall. Genau. Und was wollte ich noch sagen? Visumflug ja, auf das, der Insel. Ja, du warst schon mal da, kannst du, glaube ich, besser erzählen. Ja, die Insel ist wunderschön so. Also genau, wenn ihr anreist, ist es halt so, ich meine, die meisten, die reisen ja eh, wenn sie nach Thailand gehen. Viele kommen dann in Bangkok an und reisen dann irgendwie vom Norden in Süden runter, vielleicht in Richtung Malaysia und dann über Bangkok wieder zurück. Und ja, also die Flüge Bangkok-Frankfurt ist so das Billigste eben, was man eigentlich bekommen kann. Und ansonsten, also Koh Phangan, nach Koh Phangan kann man dann von Bangkok aus mit dem Nachtzug entweder kommen oder man geht ja, mit dem Flieger nach Koh Samui, mit so Air Asia oder so, mit so einem Inlandsflug. Genau, Inlandsflug. Wenn es halt, ist halt schneller und bequemer so, der Nachtzug oder auch der normale Zug ist halt, zieht sich alles ein wenig so die Reise. Genau. Und Suratani wäre, glaube ich, auch noch ein internationaler Flughafen sogar. Der ist direkt von da aus geht dann die Fähre nach Koh Samui und Koh Phangan. Das sind, glaube ich, diese drei Inseln, Koh Tao, Koh Samui und Koh Phangan, die sind da so zusammen und die Fähre, die nach Koh Phangan fährt, die fährt dann auch immer über Koh Samui, genau. Mhm. Ja. Okay, wir werden auf jeden Fall jetzt auch so nach und nach die Webseite immer mit aktuellen Infos füttern und wenn du dann noch irgendwelche Fragen hast, einfach stellen und wir versuchen die bestmöglich zu beantworten. Also die Webseite nochmal www.sangha-rising-sangha.de. Ich blende sie nochmal ein. Ja, genau. Das ist leicht. Und was wollte ich noch sagen? Genau. Und also dann werden wir schon mal, auch wenn wir das dann demnächst die weiteren Infos da so veröffentlichen auf der Webseite, werden wir auch nochmal einen kleinen, so einen Beispiel-Tagesablauf mit draufpacken, damit ihr schon mal seht, wie das Ganze abläuft. Und genau, und wir werden es eben so machen, wenn man halt mehr als 2 Monate vorher schon bucht, dass ihr dann nochmal 10% Rabatt bekommt. So. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Okay. Damit man auch schon vorher planen kann alles. Ja. Und organisieren. Ansonsten, ja, ich freue mich drauf, du auch, ne? Genau, wir freuen uns alle riesig und ja, ihr seid herzlich eingeladen, willkommen dabei zu sein. Genau. Und wir werden euch da bestmöglich durch die Zeit begleiten. Genau, und wäre schön, da so ein paar gemeinsame Rohkosttage auf Koh Phangan zu verbringen, so im Paradies auf einer wunderschönen Insel. So. Sonnenuntergang genau. Über dem Meer. Ja. Ja. Also kommt vorbei, macht's gut, Leute. Seid dabei. Ciao. Tschüss.